schaut euch auf keinen Fall einen gottverdammten Anime mit dem Titel Food Wars an. Es fing also alles an diesem Sonntag an. Ein Tag wie jeder andere, dachte ich. Ich pimmelte wie immer in meinem Zimmer rum, ging raus an die frische Luft, direkt bereut, und musste erstmal wieder meine Lebenspunkte in meinem Fortnite-Anime-Haus aufladen. Dann mein Fehler. Netflix! Netflix, der alte Brofucker, empfahl mir also diesen Anime Food Wars. Der gottverdammte Name! Halt immer noch in den leeren Tiefen meines Kopfes. Meine Erwartungen waren simpel. Ich sehe Essen, ich erwarte Essen. Doch geliefert wurde eine große Portion. Wieso wurde ich geboren? Mit einer hauchdünnen Bring mich einfach um, Soße. Zum hier essen oder mitnehmen? Umbringen. Da ist also dieser Junge. Dieser verdammte Spitzkopf Larry kann kochen wie ein Ryuk. Jedem schmeckt's. Der lieben Nachbarin von nebenan, Cousin Mark und auch Levi aus Attack on fucking Titan. Ein Junge, der Essen kocht und jeder liebt es. Ja, diese Anime-Idee kam bei den Anime-Chefs wahrscheinlich nicht so an, weshalb sie sich dachten, da fehlt das gewisse Extra. Was wäre ein Koch-Anime ohne Brüste und nackten Männernippel überall? Der fucking gesamte Bildschirm ist einfach voller nackter Männer. Anime-Nippel in HD. Hier der simple Two-Step-Erfolgsplan von Food Wars. Erstens, Spitzkopf Larry kocht leckeres Essen. Zweitens, nackte alte Männer und Frauen über fucking all. Meine Emotionen waren drunter und drüber. Soll ich nun hungrig sein? Errötet, fetten, wo keine Ahnung, Mann. Und der Junge und sein Vater teilen diesen absolut kranken, widerwärtigen und abgrundtief perversen Fetisch. Junge Mädchen, seltsame Tintenfische in den Mund zu stecken. Und Gott, ja, auch die werden nicht von der Magie der Anime-Essens-Pornografie verschont. Und da kommt aus dem Nichts ein Tintenfisch, als hätte Yugi gerade eine Karte gespielt. Nur, dass die Karte keine Karte ist, sondern verdammtes Essen, das dich nackt macht. Und shit! Da ist also dieser Schuldirektor der Kochschule, der auf dem ersten Blick aussieht wie der normale alte Mann von nebenan mit einem schwarzen Gürtel in Schau mich schief an und mein Fuß steckt in deinem Arsch. Doch auch er macht sich nackt, sobald er Essen sieht. Und Leute, kein Juckt's. Die huldigen den sogar, den alten Heinz Josef. Und alles in diesem Anime geht drunter und drüber. In der einen Folge ist das Essen so lecker, dass Spitzkopf Larry zu einer Biene wird und alle natürlich im Standardmodus nackt. Irgend so ein random Typ bekommt einen schönen Honigkamm-Shot. In der anderen Folge gibt es einen Apfel als Speise. Leute, was? Was ist diese Anime? Und wieso wurde er noch nicht verboten für all diese seltsamen Gefühle, die er in mir auslöst? Oh Gott, Titanic ist nichts dagegen. Oh, und das war noch lange nicht alles. Doch, ich kann nicht mehr. Meinen Netflix-Account habe ich vor Ort noch verbrannt und meine Augen gleich mit. Freunde, schaut euch auf keinen Fall einen Anime mit dem Titel Food Wars an. Wobei, er ist eigentlich ganz gut. Kurze Ankündigung. Alter, meine Stimme ist tot. Ich bin am 8. und 9. Juni auf der Dokumi in Düsseldorf. Das ist so eine Anime-Convention, wo ganz viele Stände sind. Leute, Japan-Stuff, alles mögliche. Bin da mit einem eigenen Stand voller Anime-Merch und Kuro-Stuff. Würde mich freuen, euch da zu sehen und mal eure Meinung über Food Wars zu hören. Vielleicht steht ihr ja auf nackte alte Männer, wer weiß? Ganz oben in der Beschreibung findet ihr einen Link zu den Tickets zur Convention. Also ja, Bros, bis dann!